Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute testen wir mal SSDs. Und zwar haben wir in Discord ganz oft die Frage, wenn wir eine Config erstellen, bei Geizhals zum Beispiel, warum wandert so oft eine Lexa NM790 rein oder warum keine Samsung 980 Pro. Teilweise habe ich hier in dem System auch noch eine NV1 oder eine Innovation IT SSD. Und da testen wir mal die Geschwindigkeiten. Es ist natürlich auch immer eine Preisfrage, weil zum Beispiel die Samsung SSD mit ihrem 2 TB 130 Euro bei Geizhals circa kostet und die NM790 halt 100 Euro. Und viele Leute denken dann, naja gut, Samsung muss qualitativ irgendwie hochwertiger sein oder sonst was. Das testen wir aber alles. Ich habe unter anderem auch PUBG und Apex Legends mal als Spiele installiert und wir schauen mal, was es bei dem Bootvorgang des Spiels überhaupt ausmacht, wenn man eine schnelle SSD nimmt oder eben zum Beispiel eine Kingston NV1, die deutlich langsamer ist. Die Lexa, die wurde mir übrigens von Lexa zur Verfügung gestellt, 2 Stück davon, damit ich auch einfach mal den Kopiervorgang simulieren kann, weil dafür braucht man idealerweise 2 SSDs der gleichen Geschwindigkeit, damit man eben das Maximum rausholen kann. Eine Sache vorweg, mir wurde jetzt die Variante mit Heatsink geschickt, die ist auch noch einen Ticken teurer als die ganz normale. Ihr in eurem Fall, wenn ihr euch jetzt einen PC baut, braucht normalerweise nicht die Variante mit Heatsink, weil die meisten Mainboards schon Kühlkörper mitbringen, das funktioniert dann auch ganz hervorragend. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, ich habe jetzt hier die beiden Lexa SSDs, hier oben schlummert eine Innovation IT SSD drin und hier habe ich noch die NV1. Ich habe für diesen Bereich hier einfach keinen Kühlkörper. Das ist das B760 von Gigabyte, das bringt in dem Bereich keinen Kühlkörper mit. Meistens kauft ihr ja einen PC mit einer SSD oder 2 SSDs, dann habt ihr auch meistens Boards, wo dann halt ein Kühlkörper mit dabei ist. Hier habt ihr jetzt die Übersicht im Explorer, das ist die Innovation IT SSD, die Lexa 1, Lexa 2, Kingston NV1 und dann haben wir hier noch Videos G, das ist auch die NV1, die hatte ich einfach mal partitioniert. Die Lexa SSD soll übrigens 7400 MB die Sekunde lesen können und 6500 MB die Sekunde schreiben. Das testen wir jetzt mit Crystal Disk Mark. Das Ganze könnt ihr natürlich auch zu Hause machen. Den Link zu der Software, den findet ihr in der Videobeschreibung. Wir testen jetzt einfach die Lese- und die Schreibgeschwindigkeit von der ersten Lexa SSD. Welche jetzt hier genau angesprochen wird von den beiden, weiß ich nicht. Wir werden sehen, da wo die Temperaturen hochgehen, da wird auf jeden Fall gemessen. Da hätten wir auch schon direkt das erste Ergebnis, also im Lesen 7114 MB bis zu 7400, versprechen sie irgendwo auf der Verpackung. Die Schreibgeschwindigkeit mit 6500 kommt auf jeden Fall gut hin und wir hatten eine Maximaltemperatur von 65 Grad, was auch noch völlig okay ist. Wir testen ja hier auf einer Testbench und da ist ja jetzt nicht so viel Airflow. Wenn ihr das in einem Gehäuse habt und von vorne kommt dann vielleicht noch Luft, sind die Temperaturen noch ein bisschen besser, tut der Leistung jetzt aber gerade keinen Abbruch. Und jetzt testen wir eben noch die Kopiergeschwindigkeit von der einen Lexa auf die andere Lexa. Einmal mit einer großen Datei, ich glaube 27 GB hat die. Und dann noch mit vielen kleinen Dateien, also ich werde ein Spiel kopieren. Und dann werden wir mal schauen, wie lange das ungefähr dauert und was dafür so Geschwindigkeiten bei rauskommen. Ich werde jetzt einfach hergehen und diese Datei hier oben, die ist 23 GB groß. Die werde ich jetzt runterziehen einfach auf die andere SSD, um einfach mal so einen Kopiervorgang zu simulieren. Und ich glaube, da brauche ich keine Stoppuhr für. Die macht jetzt gerade so um die 3 GB die Sekunde und die Datei ist drüben. Ja, das waren 24 GB kopiert mit den beiden SSDs. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit Cyberpunk. Da nehme ich dann wieder die Capture-Karte, damit ihr das besser sehen könnt, weil das geht nicht so schnell. Der Cyberpunk-Ordner ist übrigens 60 GB groß, aber es sind eben viele kleine Dateien. Okay, die ganze Nummer hat jetzt knapp 23 Sekunden gedauert. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das sehr, sehr schnell ist. Was wir jetzt noch machen werden, wir werden von der Kingston NV1 mal eben die Geschwindigkeit testen, darauf dann 2 Spiele installieren, und zwar Apex Legends und PUBG Battlegrounds. Wir werden beide Spiele starten und gucken, wie lange brauchen die zum Starten. Das gleiche werden wir mit der Lexa machen, weil Steam hat so ein schönes Tool, da kann man einfach Spiele verschieben. Einfach von der einen SSD auf die andere SSD und dann nochmal starten und gucken, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Und hier seht ihr jetzt, die ist jetzt auch langsamer als angegeben, weil ich die über diese PCI Express Adapterkarte verwende. Da haben wir ca. 800 MB Lesen, Schreiben, da war die dann auch so bei 52 Grad. Und von der Platte starten wir jetzt mal PUBG und schauen mal, wie das mit den Ladezeiten aussieht. Hier sehen wir es auch nochmal ganz klar, PUBG Battlegrounds ist mit 34,25 GB auf der Kingston NV1 installiert. Jetzt haben wir die ganzen Dateien, wie ihr hier oben sehen könnt, auf die Lexa verschoben und jetzt schauen wir mal, wie schnell da PUBG startet.
Und da habt ihr jetzt gesehen, dass es keinen großen Unterschied macht, zumindest bei PUBG, was den Spielstand angeht, ob ihr jetzt eine schnelle SSD oder eine langsame SSD habt. Das ist interessant für Leute, die viel Daten kopieren, vielleicht auch verschlüsseln oder halt öfters Sicherungen machen. Da macht das wirklich Sinn, aber beim Spielstart, jetzt in dem Fall, macht es keinen Unterschied. Wir testen jetzt noch Apex Legends. Ich glaube auch nicht, dass da was anderes bei rauskommen wird, aber wir werden es auf jeden Fall machen. Vielleicht ist das Spiel irgendwie anders optimiert, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, wenn ihr aufwendige Spiele spielt, sei es Assassin's Creed oder sonst was, dass dann die Welt ein bisschen schneller lädt oder wenn ihr einen Schnellreisepunkt macht, dass es da irgendwie zu Unterschieden kommt. Aber beim reinen Spiel starten oder in eine Runde rein starten, macht es halt einfach überhaupt keinen Unterschied. Das ist halt das, was ich auch immer sage. Wenn ihr euch einen Fertig-PC kauft, da ist eine SSD drin mit 3500 MB lesen, schreiben, reicht das auch ganz dicke. Ihr müsst mal überlegen, die NV1 macht jetzt gerade 1 GB pro Sekunde, die Lexa 7 GB. Es ist einfach kein Unterschied zu messen. Das war eben mein Wurstfinger, der wahrscheinlich zu spät gedrückt hat, diese 0,2 Sekunden oder was das waren. Von daher. Aber wir testen jetzt noch Apex Legends und dann wollte ich auch noch die 980 Pro einmal testen, was die Geschwindigkeit angeht, weil ich da einfach den Preispunkt noch ein bisschen auseinanderhalten wollte. Jetzt verschieben wir das Ganze wieder auf die Lexa SSD. Und wie ihr sehen könnt, es hat wieder keinen Unterschied gemacht, sei es die Kingston NV1 oder die Lexa eben. Was mir aber keine Ruhe gelassen hat, war dieser Punkt bei Spielen, die sehr aufwendig sind, Schnellreisepunkte, Ladezeiten und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt auch die Intel Arc hier drauf gesteckt, um mal zu schauen, bei Far Cry, wenn man einen Schnellreisepunkt wählt und dann auch diese Schnellreise macht, wie lange dann der Ladebildschirm braucht. Das Game ist jetzt erstmal über die NV1 installiert, dann werde ich es deinstallieren im Ubisoft Launcher und dann ganz normal nochmal über die Lexa installieren und dann gucken wir mal, ob sich da irgendwelche Unterschiede ergeben bei Schnellreisepunkten innerhalb von Spielen. So, wir sind jetzt mitten in Game und zwar in Sierra Perdida und dann werden wir mal rübergehen nach La Jolla und da werden wir dann einfach eine Schnellreise machen und dann dabei die Zeit stoppen. Ich starte die Zeit, sobald ich F drücke, für den gefallenen Bruder und dann werden wir mal schauen, wie lange das dauert. So, da sind wir jetzt bei 7,6 Sekunden. Ich werde jetzt auch wieder zurückreisen auf den anderen Punkt. Das wird ungefähr genauso lange dauern. Und dann deinstallieren wir das Spiel von der einen Platte und packen es dann auf die Lexa. Kurzer Funfact noch am Rande. Die Intel Arc A750 hat in-game ein leichtes Spulenfiepenproblem. Ich halte mal mein Mikrofon daneben. Das ist schon dezent nervig. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ich hatte vorher nur Overwatch und so damit mal ausprobiert. Aber in Far Cry hat das Ding echt ein Problem. So, hier wieder das gleiche Spiel. Wir haben das Ganze jetzt auf der Lexa installiert. Und dann werden wir wieder hier oben nach La Jolla eine Schnellreise durchführen. Dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Ja, ungefähr genauso lang. Super. Und jetzt wollte ich mir noch die 980 Pro angucken, ohne Kühlkörper. Habe den ersten Test gestartet und habe den ganz schnell wieder sein gelassen, weil wir hier einfach bei 87 Grad waren. Ja, ich baue jetzt einfach mal einen Kühler da drauf. Eventuell stecke ich die auch um, mal gucken. Oder ich nehme den Kühler von der Lexa. Das ist bestimmt ganz witzig. Da sind Schrauben, das könnte ich eigentlich umbauen. Ich schaue mal, wie ich das jetzt mache. Ich wollte euch nur mal zeigen, gerade was passiert, wenn ihr jetzt halt keinen Kühler da drauf habt und so einen Benchmark, sage ich jetzt mal, macht. Ich habe jetzt einfach mal den Kühler auseinandergenommen. Hier haben wir zwei Wärmeleitpads, das ist von der Lexa. Da werde ich jetzt die Samsung einbauen. Und dann gucken wir mal, wie da die Temperaturen sind, dass ich zumindest mal einen gescheiten Speedtest machen kann. Und jetzt starten wir wieder den Test, den wir eben auch schon bei der NV1 gemacht haben und auch bei der Lexa. Und das Ganze jetzt nochmal mit der Samsung. Warum habe ich jetzt noch die 980 Pro von Samsung mit reingenommen? Um euch einfach mal zu zeigen, ihr müsst nicht 130 Euro ausgeben, damit ihr eine 2 TB SSD bekommt, sondern 100 Euro für die Lexa reichen auch völlig. Mal ganz abgesehen davon, dass die Lexa auch noch schneller ist als die Samsung und eine höhere TBW hat. Das heißt, ihr könnt mehr Dateien hin und her schieben, bevor die dann irgendwann die Grätsche macht.
Beide SSD-Varianten haben 5 Jahre Herstellergarantie, allerdings ist es bei Samsung auch so, die sagen 5 Jahre oder bis zum Erreichen der TBW. Lexa sagt direkt 5 Jahre. Wenn ihr es also schafft, die TBW zu erreichen innerhalb von 5 Jahren und die macht euch dann die Grätsche, kriegt ihr von Lexa einfach eine neue. Und um das Ganze nochmal richtig zusammenzufassen, weil die Fragen kamen ja auch aus dem Discord, ob diese SSD was taugt. Ja, tut sie. Sie erreicht alle Daten, die soweit angegeben sind. Ihr habt die Kopiergeschwindigkeit gesehen, die Spieleladezeiten gegenüber einer NV1, die gleich waren. Genauso wie der Schnellreisepunkt in Far Cry. Also ein Gamer braucht so eine schnelle SSD nicht. Wenn ihr jetzt aber wirklich viele Daten kopiert, Datensicherung macht, vielleicht auch mal irgendwie ZIP-Archive entpackt oder packt, dann lohnt sich das schon, so eine schnelle SSD zu haben. Und ansonsten vertrete ich halt immer noch den Standpunkt, dass es in Spielen kaum Unterschied macht. Wenn ihr da jetzt auch eine habt mit 3500 MB die Sekunde lesen und schreiben, ist das überhaupt kein Thema. Was diese zufällige Nummer eben mit der Intel A-Karte betrifft, da werde ich mich nochmal hinterklemmen. Ich werde mal schauen, wie man das beheben kann. Natürlich durch FPS-Begrenzung oder vielleicht sogar Undervolting, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Gut, das wäre es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.